Moin Leute und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3 mit eurem Sharok. Und ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt erstmal ein Intro, dann geht's rund. So, dann sage ich nochmal willkommen hier zu Sky Factory 3. Ich habe es gestern schon mal angekündigt, oder in der letzten Folge besser gesagt. Wir wollen uns eigentlich noch ein paar Magmatic Generators bauen. Was ich jetzt mal in Angriff nehmen werde. Magmatic Generators. Dazu brauchen wir Furnace und den. Boah. Alter, das Kaffee aufstoßen ist immer noch nicht weg, ne? So, wir brauchen Redstone. Nehmen wir 8 Redstone. Teilen die hier auf. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. 8 Eisen. Und dann noch 2 Kisten. Habe ich noch Truhen über? Jo. Genau 2. Perfekt. So, da können wir uns 8 Generator mitbauen. Jetzt brauchen wir erstmal den Furnace Generator 8 mal. Ein Stack gibt genau 8 Stück. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch 16 Redstone und viel Eisen. So, dort brauchen wir jetzt Gold. Nochmal 16 Redstone. Jetzt sind wir richtig. Also, 8 mal den hier. Dann kommt hier ein Helm drüber. Und hier wird aufgeteilt. Gut. Jetzt brauchen wir die Eimer. Und zum Glück habe ich unten eine so große Lava-Produktion. Das heißt, ich kann mir hier jederzeit Lava holen. Okay, weiter geht's. So 4, 5, 6. Jetzt brauchen wir noch 2. Ich hätte natürlich auch am Tank von der Schmelze alles holen können. Die Schmelze war auch in den verlorenen Aufnahmen, also der Bau der Schmelze war auch in den verlorenen Aufnahmen mit drin. Oh Gott, ich bin so doof. Jetzt. Restliches Gold kann wieder weg. Einmal kommen oben hin. Und jetzt können wir gleich Doppelpunkt. Wo setzen wir denn an? Ich würde das Ganze eigentlich gern hier hinten machen. Hier irgendwo. Hier zum Beispiel ein Kabel nach unten. Das heißt, ich kann hier schon mal... Ich kann dort schon mal... oh Gott, ich muss Energieleitungen bauen, aber ich glaube, da baue ich gleich die besseren. Oh, und wir müssen das ziehen. Dann machen wir das doch schnell. Nehmen wir uns schnell mal... 1, 2, 1, 1... Nee.
3 Stack davon. So, Fackeln können hoch, der kann hoch. Die Lederkappe. Würde ich gerne gucken, ob ich mir die aufbereiten kann. So, da haben wir den Diamond Hammer. If I had a hammer, a hammer in the morning. Dann verarbeiten wir das jetzt schnell zu Sand, komprimieren diesen Sand und machen uns Dust. Weil ich glaube, wir hatten noch nicht genug Sand, um uns direkt 3 Stack Compressed Sand zu machen. Ich muss mich übrigens nochmal schlau machen. Es gibt wohl... scheiße. Es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, wie man... Moment. 18 Dias. Wie man so einen Hammer auf sein Tinkerswerkzeug bekommt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht. How that geht. 10 Stück. Nein, so rum sollt ihr. Und ein Compressed. Danke. Dankeschön. So, dann können wir jetzt hier weitermachen. Wenn es irgendjemand weiß, wie man so einen Hammer auf sein Tinkerswerkzeug macht, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Wäre mir ein ungemein großes Pläsier, wenn ihr das machen würdet. Ich werde auch gucken, dass ich diese Folge, wo ich jetzt aufnehme, heute raushau. Oder nee, die Folge, die ich gestern, die ich gerade aufgenommen habe für, dass heute einfach noch eine Folge kommt. Mann, jetzt komme ich hier in Erklärungsnot. If I had a hammer in the morning. Na, geht doch. Dann setzen wir die wieder. Die Spitzhacke kommt hoch. Die Wand kommt runter. Und wir essen kurz. Und meinem Wauzi geht's noch gut, ne? Ups. Ja, da hört er. Es wird jetzt eins der letzten Male sein, dass ich per Hand das sieben muss. Wie gesagt, ich will die Produktion von das automatisieren. Mal so langsam, aber sicher. Wir sind jetzt, glaube ich, in Folge... müsste so um die 15 rum irgendwo sein. Und ich habe kaum was automatisiert. Das ist ein bisschen schwach hier. Wobei mir auch gerade einfällt, ich müsste wohl demnächst dann auch mal endlich ein Gebäude für ein Nether-Portal bauen. Das habe ich gern immer ein bisschen abgegrenzt und mit einer Tür gesichert, dass falls einfach mal ein Zombie-Pigman oder sowas durchkommt, dass der mir dann hier nicht irgendwo drauf rumgurkt.
Jetzt haben wir genug Dust. Das machen wir jetzt noch hier zu Compressed. Zwei, drei. Und dann können wir hier... Moment, da muss ich jetzt mal nachschauen. Gehen wir auf direkt auf Diamant oder gehen wir auf Eisen? Das ist Iron. Da bekommen wir gebrochenen schwarzen Quarz, Gold, Glowstone, Lead, Iron, Nickel, Lohnstaub und 5% Chance auf Redstone. Und bei Diamond haben wir eine 10%. Nehme ich lieber die 10%. So. Und jetzt wird ein bisschen gesiebt. Und ich denke mal, ich bin auch schon wieder über der Zeit drüber. Wie groß ist denn die Datei? Hier. Nee, wir müssen noch ein bisschen was machen. Die Folge ist noch nicht lang genug. Das heißt, ich verschiebe nochmal das Sieben so ein bisschen. Und werde jetzt mal gucken. Moment. Dass wir erstmal wieder Tag bekommen. Die 64 Endstone nehme ich mir jetzt mal. Wo ist denn da das 7 am besten? Also bei String bekommt man Enderlily Seeds. Bei Iron, Draconium und Enderpearl. Diamond, Schulker, Draconium, Enderpearls. Ja, da würde ich String nehmen. Gut, und String haben wir. Gott sei Dank. Wenn man Endstone hier durch so ein Sieb presst, wie ihr vielleicht bemerkt, bekommt man dann nicht wirklich viel. Naja, die Ausbeute könnte besser sein. Chorusblüte. Ich habe noch nicht wirklich den Sinn hinter dieser Chorusblüte entdeckt. Also da ist mir der Sinn absolut schleierhaft. So, ich will mal was gucken. Gut. Ja, dann werde ich diesen Sand wahrscheinlich lassen und werde ihn später mal zu Sandstein verarbeiten. Weil ich finde, Sandstein ist auch ein sehr schöner Stein, der sehr gut aussieht. Und, achso, ja, wir könnten eigentlich auch ein bisschen mit Chisel arbeiten und könnten gucken, ob wir hier unsere Plattform ein klein wenig verschönern. Ich werde aber jetzt erstmal ein bisschen Obsi herstellen lassen. So ein paar Stack. Wie das Ganze gebaut wird, habe ich auch in einer Aufnahme, die leider nicht wieder rettbar, wiederherstellbar war. Wer? Wo? Warum? Au! Wow, warum bist du so schnell? Wo kam der her? Oh. Da sind sie. Gut. Problem erkannt, Problem gebannt. Ich bin am überlegen, wie ich hier die Squid-Farm automatisieren kann. Vielleicht werde ich einen Kolben unten drunter packen, mit Redstone-Leitung dann runterlegen und hier irgendwo einen Hebel anbringen. Warte mal, habe ich noch irgendwo einen Kolben über? Nee, komm, ich baue mir schnell ein. Drei, döp, döp. Nein, hoch. Du? Gut, Kolben. Hätten wir. Dann brauche ich Redstone-Leitungen. Das war Silizium und Redstone.
Dafür könnte ich den Sand nehmen. Siehst du mal. Nun ist vorbei mit der Übeltäterei. Sand, Sand. Gut. Oh, hier muss noch einiges gebraten werden. Aber keine Legierung, nur Ofen. Gut, brav. Halt. Da haben wir noch was. So, lass mich mal kurz gucken. Jo, ich würde sagen, das war's mit der Folge von heute. Wie es weitergeht, seht ihr dann morgen. Morgen wird dann also eine automatische Redstone-Farm aufgebaut. Redstone, lass nochmal nachschauen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich dann mit einem Iron Mesh bestücken, damit wir auch ein bisschen gebrochenen schwarzen Quarz bekommen. Schwarzpulver, Schwarzpulver kriegen wir auch bei Diamond, okay. Mir ist es halt wichtig, hier kriegst du auch noch Iron, Lead, Gold und Nickel dazu. Ja, wir werden das Ganze wahrscheinlich mit einem Iron Mesh machen. Also mit einem Eisensieb. Gut, also mir bleibt jetzt lediglich noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Und wenn ihr schon da unten seid, abonnieren kostet nichts und tut auch nicht weh. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bye bye und tschüss.